Tiefenstaffelung ist auch für mich heutzutage immer noch eine große Herausforderung im Mix, aber es gibt drei ganz einfache akustische Prinzipien und wenn du die beherzigst, dann fällt es dir relativ leicht, ein dreidimensionales akustisches Bild in deinem Mix zu malen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019 und unser heutiges Thema ist eines, das nicht nur die Beginner oder die Fortgeschrittenen im Abmischen von Songs umtreibt, sondern auch die Profis, denn jeder möchte ja den Song, den er abmischt, so vermitteln und so rüberbringen, dass ein dreidimensionales Klanggebilde entsteht und dass man den Eindruck hat, der Chor steht eben nicht auf derselben Höhe mit dem Gitarristen, dem Schlagzeuger und dem Sänger, sondern es ist schon alles so ein kleines bisschen Tiefenstaffelung da und man kann, selbst wenn man im Auto sitzt und den Song im Radio hört, ganz klar erkennen, dass der Gitarrist etwas weiter hinten steht und der Chor auch ein bisschen weiter hinten, der Sänger ein bisschen weiter vorne und so weiter. Man möchte also ein dreidimensionales Klanggebilde generieren. Aber wie kann man das im Mix generieren? Denn wir sind ja nicht wie Videoartisten zum Beispiel, die einfach mit Schärfe und Unschärfe arbeiten. Jemand, der etwas weiter hinten ist, der ist halt unscharf, der steht ein bisschen weiter hinten, ist auch ein bisschen kleiner. Aber es gibt genau drei akustische Prinzipien, die ähnlich funktionieren wie das, was ich gerade beim Video beschrieben habe. Ne? Beim Video habe ich gerade gesagt, der ist ein bisschen weiter hinten, dadurch ist er kleiner und ein bisschen unschärfer. Und das kann man natürlich auch im akustischen Bereich haben, denn das schauen wir uns einfach mal direkt am Beispiel an, würde ich sagen. Wir nehmen mal eben diesen Song, diesen Weihnachtssong, den ich mit meiner Tochter Selma aufgenommen habe, der aktuelle. Falls du dir den mal ganz anhören möchtest, kannst du das gerne machen, kann ich dir das hier oben mal einblenden. Im Moment klingt es so und achte mal darauf, der Chor und die Sängerin scheinen auf einer Ebene vorne direkt am Rand der Bühne zu stehen. Schalt mal auf Solo. Die scheinen ungefähr gleich laut zu sein, scheinen also auf derselben Ebene zu stehen, wenn man das mal so möchte. Jetzt, wie gesagt, drei akustische Prinzipien. Das erste ist im Prinzip vergleichbar mit dem, was ich gerade beim Video schon gesagt habe. Beim Video, wenn jemand etwas weiter hinten ist, dann ist er aus Kameraperspektive etwas unschärfer und etwas kleiner. Kleiner nehmen wir mal, wenn jemand etwas weiter hinten steht im akustischen Sinne, dann ist er etwas leiser als derjenige, der vorne steht. Nimm mal zwei Personen, die sprechen genau gleich laut. Derjenige, der etwas weiter hinten steht, ist auf jeden Fall leiser als derjenige, der vorne steht. Will sagen, das kann man einfach so übersetzen. Wir drehen einfach mal unseren Chor ein bisschen runter und wir machen einfach mal hier, was weiß ich, wir nehmen mal 2 dB raus und stellen den Chor jetzt einfach mal ein kleines bisschen leiser ein als die Hauptsängerin und schon klingt es so. Ho, ho, Schubidubi, Weihnachtsmann, du bist ein toller Typ. Mach's nochmal zurück. Ho, ho, Schubidubi, Weihnachtsmann, wir singen dir ein Lied. Ne? Nur 2 dB rausgenommen und schon scheint der Chor ein kleines bisschen hinter Selma getreten zu sein. Also, das ist im Prinzip wie bei dem Video gerade. Zweitens habe ich gerade beim Video schon gesagt, wenn du die Kameraeinstellung nehmen würdest, dann ist er etwas unschärfer. Im akustischen Sinne übertragen bedeutet das, jemand, der etwas weiter hinten steht, der hat nicht so einen hohen Höhen- und Bassanteil in der Stimme. Ne? Stell mal deinen besten Freund neben dich und lass den mal hier sprechen, dann wirst du ihn sehr, sehr gut verstehen. Du wirst ein sehr ausgeglichenes, bass- und höhenlastiges Bild haben. Wenn der aber weiter nach hinten geht, wird seine Stimme ein bisschen dünner, weil die Bässe nicht mehr so gut bei dir ankommen und die Höhen kommen auch nicht mehr so gut bei dir an. Das heißt, das ganze Soundbild von seiner Stimme wird ein kleines bisschen flacher, insgesamt abgeschliffen und dementsprechend kann man dafür sorgen, wenn man mit einem Equalizer einfach Höhen und Bässe ein bisschen abschleift, dass jemand automatisch dadurch auch ein kleines bisschen akustisch auf jeden Fall nach hinten tritt. Und das machen wir mal. Wir nehmen mal beim Chor hier einen Equalizer, den ich hier vorbereitet habe und habe da genau das eingestellt, wie du hier sehen kannst. Ich habe hier sogar mit 6 dB pro Oktave nur abgesetzt. Hat ziemlich breite Absenkungen gemacht, aber sehr charmant mit dem 6 dB pro Oktave. Einfach nur in den Höhen habe ich das auch gemacht, einfach mit 6 dB pro Oktave abgesenkt und dann durchaus dafür gesorgt, dass das Signal ein bisschen flacher und insgesamt ein bisschen mumpfiger wird. Ich mache mal nur den Chor-Solo, damit man es auch wirklich hören kann, wenn ich das an- und ausmache. Also ohne diesen Equalizer klingt es so. Und mit. Ein bisschen weniger Höhen, ein bisschen weniger Bässe, wird auch ein kleines bisschen leiser. Das heißt also, es kommt unserem ersten akustischen Prinzip auch ein kleines bisschen entgegen. Und zusammen mit Selma klingt es dann so. Ich mache den nochmal aus, den Equalizer, und danach an. Ho, ho, Schubidubi, Weihnachtsmann, du bist ein toller Typ. Ho, ho, Schubidubi, Weihnachtsmann, wir singen dir ein Lied.
Und schon scheint der Chor noch ein kleines bisschen weiter hinter Selma getreten zu sein. Wir malen unser dreidimensionales Bild also langsam fertig. Drittes, sehr einfaches akustisches Prinzip ist einfach, kann man einfach durch Beobachten, kann man das auch herauskriegen. Jemand, der etwas weiter hinten steht im Vergleich zu jemandem, der vorne steht, der steht etwas weiter im Raum. Das heißt, er hat ein bisschen mehr Raumanteil an seiner Stimme als derjenige, der vorne steht. Jemand, der vor dir steht, der hat einen sehr direkten Schall, weil der kommt direkt bei dir an und der Raum ist vielleicht auch dahinter irgendwie, aber der ist nur sehr subtil wahrnehmbar. Jemand, der etwas weiter hinten steht, hat einen etwas höheren Raumanteil und das Verhältnis zwischen Stimme und Raum ist auch deutlich ausgeglichener. Ne? Das heißt also, das Verhältnis zwischen Hall und direkter Stimme ist ein bisschen ausgeglichener und auch das können wir natürlich mit einem Hall-Plugin, was ich jetzt hier mal reingeladen habe, hier in unserem Bus, kannst du natürlich auch über einen Send machen. Ich habe es jetzt hier mal direkt reingeladen, weil wir hier ja unseren kompletten Chor schon zusammengefasst haben auf diesem Bus. Das heißt, ich suche jetzt hier einfach mal mit diesem Hall, den ich hier auf dem Chor drauf habe, dafür, dass ich nicht nur einen Nachhall dran habe an dem Hall, weil, wie gesagt, unsere Person oder unser Chor steht ja etwas weiter im Raum, sondern ich suche auch dafür, dass das Verhältnis zwischen Hall und direkter Stimme auch relativ ausgeglichen ist. Ich habe das hier schon mal voreingestellt mit ungefähr 50%, aber wir hören mal, wie es klingt, wenn ich das erstmal runterdrehe. Machen wir nur den Chor, ne? Ne? Sehr viel Direkthall. Und jetzt drehe ich mal rauf. Und genau das mischen wir jetzt einfach mal hinter Selma und guck mal, was dann passiert, wenn ich den Hall jetzt mal hier aktiviere. Also nochmal von vorne. Vocals hier auf Solo schalten und los geht's. Ho, ho, Schubidubi, Weihnachtsmann, du bist ein toller Typ. Ho, ho, Schubidubi, Weihnachtsmann, wir singen dir. Ein bisschen leiser geworden, machen wir vielleicht ein bisschen lauter wieder. Ho, ho, Schubidubi, Weihnachtsmann, ein Schlitten ist ein Flitzer. Ho, ho, Schubidubi, Weihnachtsmann. Und schon haben wir mit diesen drei ganz einfachen akustischen Prinzipien den Chor von der Hauptsängerin vorne getrennt und haben dafür gesorgt, dass der Chor etwas, also akustisch gefühlt, hinter der Sängerin steht und da seinen Klangeindruck auch erfüllt. Und wenn ich jetzt das Playback gleich anmache, dann wird es auch ordentlich klingen. Ne? Wir machen das gleich zum Abschied. Damit verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann drück hier schnell auf das nächste Video. Wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou! Ho, ho,